Ich bin einfach nur enttäuscht, schnell Giratina-Maske drauf und ja, ich muss da noch ein bisschen drüber quatschen oder einfach keine Ahnung was. Na und verwende deshalb ein Team, welches ich so ein bisschen eher schon auf Autopilot spielen kann, wo ich nicht viel überlegen muss. Und wir sehen eventuell auch andere Trainer, wie die sich eingekleidet haben. Würde mich nicht wundern, wenn wir heute sehr viele Masken am Start haben. Alle einen sehr hellen Hautton. Komplett Boah, bei dem Wort bin ich mir auch unsicher immer. Sagt man ausgebleicht oder ausgeblichen? Es gibt wirklich so ein paar Wörter, wo ich manchmal hängen bleibe und keine Ahnung davon habe. Ja, so einfach so ausgewaschen und blass. Niantic hat nämlich das richtig geniale, wunderschöne, tolle, aber... Oh, der hat weniger WP. Da sollte eine Steinkante reichen. Das richtig geniale Avatar-Update veröffentlicht, wonach niemand gefragt hat. Es war so ein paar Wochen schon vorher bei Leuten in Australien und Neuseeland am Start. Aber irgendwie hat da niemand sich so richtig beschwert oder öffentlich aufgeregt. Oder ich habe ein Video von Zoe Two Dots vielleicht verpasst, weiß ich nicht. Wenn ich das schon vorher gesehen hätte mit allen Details, Geschlecht kann man nicht ändern, sondern es gibt nur einen Körper sozusagen. Die Hände von Leuten, die eine Frau bauen wollen. Komplett als hätte man ein paar Bernerwürstchen, Wienerwürstchen, Käsekreiner bei uns bei der Oper vom Bitzinger geholt, vom Würstelstand und die da auf die Hand gepackt. Alter Schwede, wie konnte das in dieser Firma durch alle Genehmigungen durchgehen, dass das veröffentlicht wird? Die Leute geben viel Geld aus für digitale T-Shirts und Niantic glaubt uns, ist das Aussehen egal? Ey, ich komm nicht drauf klar. Ich komm wirklich nicht drauf klar. Ich kann mir nicht... Wie kann eine Firma... Ist da niemand ehrlich? Leute, lügt eure Chefs doch nicht an und so weiter. Sagt doch mal was. Sagt denen ehrlich, hey, ohne Spesen nichts gewesen, das war ein Schuss in den Ofen. Aber egal, wir müssen das nicht veröffentlichen. Ich mache auch manchmal Videos, wo ich mir dann denke, nein, das war einfach, das ist nicht mal für Go-Kampfliga-Verhältnisse. Und dann lasse ich's. Aber das, ich bin echt traurig. Ich habe so ein ganz mulmiges Gefühl oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vor allem, ich war gestern wirklich, das wurde um 22 Uhr so in etwa veröffentlicht. Und ich bin dann bis in die Nacht hinein noch vor dem Handy gehangen, vor Social Media. Auf Facebook auch ganz wilde Kommentare. Und auf Twitter, auf X. Ich komme nicht drauf klar. So viel Enttäuschung gab's Real Talk nicht mal bei der Pokestop-Änderung und der Fanrate-Änderung. Sag ich ehrlich. Oder laut meinem Gefühl. Und das nach wenigen Stunden. Wow. Einfach nur, wow. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Wir wollten andere Haare. Nach fast 8 Jahren. Ja. Einfach nur andere Haare. Nicht komplett einheitliche Körper und ein Gesicht wie ein Mond oder Milch oder... Wir wollten einfach nur andere Haare. Ich habe mehr als 100 Spiele auf meiner Website. Ich habe alles, früher habe ich ja wirklich alle paar Tage ein neues Spiel getestet. Früher gab es auch viel mehr Spiele vor den Apps. Also Apps kommen ja täglich hunderte raus. Aber so richtige Vollwerttitel, Free-to-Play, ich habe so viele gespielt und vorgestellt. Und bei jedem gab es eine Charaktererstellung. Und ich habe selten, und das war ja vor Jahren schon, wir haben mittlerweile einen neuen Stand bei der Technologie und so weiter, ich habe selten so viel Quatsch auf einmal gesehen. Unfassbar. Einfach nur unfassbar. Mit so wenig Liebe, mit so wenig Hirn und das einfach nur veröffentlichen. Ich blick's nicht.
Ich blicke es überhaupt nicht. Echt, das einfach so, das zeigt irgendwie den Charakter, nicht den Charakter von Niantic. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wisst ihr, was ich meine? Wie kann man das machen? Wie kann man das denn machen? Da kann ich nicht wirklich lachen, sondern nur weinen. Wie man das veröffentlichen kann, das meine ich eben. Wie kommt jemand auf die Idee zu sagen, ja, das genehmigen wir, das machen wir so. Das ist schön. Muss das wirklich niemand vorher genehmigen? Hat das so ein Mitarbeiter schnell und heimlich? Ich komme nicht drauf klar. Es gibt tausende Spiele vor Pokémon Go. Tausende, die eine Charaktererstellung haben. Und mir fällt keines ein, welches schlechter ist. Und dann die Gesichter mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nicht mal so ein kleines Vorschaubild oder irgendwas. Und diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diese Kacheln, das sind Grafiken. Das sind Grafiken. Einfach nur Grafiken. Das war riskant, aber ich habe geschaut, ob der Charm kommt. Ich bin wirklich am Boden zerstört. Ich hätte es nicht gedacht. Und vor allem, wie schlecht es auch bei allen ankommt. So macht Palkia was. Ich meine, ein Feuermodem wird hier nicht besiegen, aber Palkia macht was. Blizzard werde ich, glaube ich, mittlerweile leider nicht mehr überleben, weil da ein paar Charm angekommen sind, aber Ursprungswoge schon. Locker flockig vom Hocker. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oder aber, das habe ich in den Kommentaren unter meinem Spieletrend-Video gelesen, vielleicht möchte Niantic dadurch die Verkäufe für Masken anregen und für komplette Jumpsuits, wo man dann seinen Körper auch nicht mehr sieht. Das wäre auch eine Theorie. Oder meine andere Theorie, wer ist denn der kleine Sebastian möchte bitte aus dem Kindergarten abgeholt werden. Der kleine Sebastian bitte aus dem Kindergarten, Dankeschön. Na, oder meine Theorie mit der Sabotage, dass irgendeine Konkurrenzfirma Mitarbeiter eingeschleust hat, die steht auch noch, sage ich ehrlich. Diese Theorie, die wird wirklich immer realistischer. Ja, die hatte einen guten Lauf mit alle auf einmal heilen, na, alle auf einmal beleben und keine Raid-Timer, die Raid-Timer überspringen. Wirklich gute Quality-of-Life-Verbesserungen. Aber das macht, finde ich, wirklich alles wieder nichtig. Das ist wirklich, sowas kann man nicht verantworten, finde ich. So etwas darf nicht passieren. Das ist echt krass. Mir fällt nicht viel Schlimmeres ein. Komme ich nicht drauf. Da komme ich wirklich nicht drauf. Was war nochmal vorne? Ich glaube irgendwas, wo ich, Dialga, irgendwas, wo ich die Führung verloren habe. Dann pfeffe ich dir ein paar Mal. Okay, ich hätte einfach drin bleiben sollen. Ich hätte einfach drin bleiben sollen, glaube ich. Na gut. Ich glaube. So, tut mir leid, aber das sollte relativ klar sein. Mit Fokusstoß hätte man noch versuchen können. Vielleicht schildert Milchbubi Sebastian nicht. Also, nicht böse gemeint, aber so sieht er nun mal aus. Er kann nichts dafür. Niantic hat das so gemacht. Ich sag euch, nehmt eine Maske. Nehmt bitte eine komplette Maske. Na und dann könnt ihr den Schaden ein bisschen eingrenzen. Hier. Denkt ihr, das ist ein Zufall? Vermutlich. Vermutlich. Läuft er immer so rum. Da bin ich mir sicher. So, er bleibt drin und bei den Team Go Rocket Outfits, wenn man seine Proportionen anpasst, das R sieht interessant aus. Das R spielt dann einfach verrückt. Das tanzt Samba oder so. Null überlegt hat man das. Und das ist wirklich keine Wissenschaft, dass man sagen würde, hey, bereisen wir einen brandneuen Planeten. Sondern das haben tausende Spiele davor auch schon gemacht. Man hätte das nur kopieren müssen von... Alter Schwede! Bitte geh raus. Okay, danke. Immerhin, weil nun kann ich mit Mewtwo dagegen kämpfen. Kaputoro, doch kein Spaß, Pokémon? Ja. Ich bin wirklich erschüttert und schockiert. Bin schon gespannt, ob irgendwie ein paar so Niantic-Partner da irgendwas sagen.
oder ob ich wieder wie der Doofe dastehe, weil ich mich über alles aufrege. Aber nein, ich finde, ich habe Niantic in den vergangenen Wochen echt oft gelobt, weil es sind auch echt oft gute Dinge passiert. Aber das ist wirklich so schlimm, da müssen wieder 5 Jahre gute Dinge passieren, dass man das vergessen kann. Und ich frage mich nur so, kann Niantic da noch zurückrudern? Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht. Okay, das war wichtig und richtig. Das war wirklich wichtig und allerrichtig, weil durch meine Angriffsabschwächung wird er die Steinkante nun überleben, vermutlich. Genau, da hat er die Steinkante nun überlebt. Und oh, Shiny Kaputore dafür. Das ist natürlich schick. Das ist natürlich wirklich sehr schick. Aber gut, und ich will euch wirklich die Freude nicht nehmen, wenn ihr sagt, ja, nein, doch, und wenn ich mir eine Maske aufsetze und eigentlich finde ich es cool, weil ich meine Größe anpassen kann oder hier irgendwas, ich möchte kleiner sein, größer sein, so wie ich in echt bin. Verstehe ich, geht voll in Ordnung. Wirklich, geht komplett in Ordnung für mich. Aber man muss völlig objektiv einsehen, wenn man sich umhört. Das gefällt wirklich nur der Minderheit der Minderheit von der Minderheit. Und wenn man dann von der Minderheit die Minderheit nimmt, so vielen Leuten gefällt es in etwa. Ja, ich habe Umfragen gesehen, ich glaube LeakDuck hat eine gepostet. Wie gut gefällt es euch? Nehmt mich nicht beim Wort, 5% haben gesagt top. Dann irgendwie ein Viertel sagt, ja, mittelmäßig. Und der Rest, also fast alle, komplett schrecklich. Und das ist leider so. Ja, was tut ihr nur? Ich meine, ich weiß nicht, Niantic oder Pokémon Go benötigt irgendwie einen Schubser nach oben. Nicht einen Dämpfer nach unten. So einen kompletten Dämpfer nach unten. Das ist ein Dämpfer nach unten. Okay, sehr riskant, aber... werde ich vermutlich nicht überleben. Schade, okay. Schade. Aber es sind noch ganz andere Dinge schade. Etwa unser Aussehen. Geht raus und spielt Pokémon Go. Aber geht nicht in die Sonne. Denn wir machen die blassesten, ausgewaschensten Avatare, die ihr euch nur vorstellen könnt. Und egal, ob auch wenn man dunkle Hauttöne nimmt, die sehen alle so komplett eingeschlafen, ausgewaschen aus. Ich kann es nicht beschreiben, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ihr habt ja auch Augen. Nur Niantic offenbar nicht. Fatal, völlig fatal. Brutal und fatal. Nö, komm schon. Mach nicht so. Das brauche ich aber wirklich hier nicht. Das brauche ich noch weniger als die neuen Avatare. Dialga, okay, ich habe sowieso keinen Fokusstoß. Von daher nehmen wir das hier. Erreichen die Attacke. Hoffentlich besiegt das oder doch nicht? Waren das schon genügend Feuer-Odem? Na, okay. Ich hoffe, nun kann nicht irgendein nerviges Pokémon so richtig farmen. Nein, kann es nicht. Dann kann ich nämlich noch mit Mewtwo farmen. Was hat er da hinten? Der Charm kam gleichzeitig, aber egal. Ach komm. Die Schilde kann ich mir mit nach Hause nehmen. Na, oder? Wie viele Sofortattacken brauche ich noch? 4? Sag 4 bitte. Okay. 3, 4. Das erreicht man auch ohne Niantic-Internet. Mit hätte ich es sowieso nicht geschafft. Aber wird das schon reichen vom Schaden her? Wird reichen. Okay, das war wirklich knapp. Die Schilde kann ich mir in die nächste Season mitnehmen oder so. Na gut. Wisst ihr, was nicht gut ist? Die Avatare. Genau, von Paragoni gibt es auch einen Hut. Da sieht man das Gesicht auch nicht, glaube ich. Dann, was haben wir noch? Bei den Masken schimmert schon leider viel durch. Fand ich auch nicht in Ordnung. Von Echnatoll? Da seht ihr echt Natoll aus wieder. Gibt es ein komplettes Outfit? Da merkt man auch von den Körperproportionen nur noch relativ wenig.
Das könnte man sich kaufen, ist aber relativ teuer, glaube ich. Ja, und ansonsten einfach, ich weiß es auch nicht, was man machen kann. Ich weiß es wirklich auch nicht, aber bitte geht nicht raus und in die Sonne. Definitiv nicht in die Sonne gehen. Ah, ich glaube, das waren Feuerodem zu wenig, aber heute ist alles egal. So wie Niantic. Niantic ist mittlerweile auch alles egal. Die interessieren sich ja für nichts mehr, wirklich. Denen ist alles egal geworden. Aber ich verstehe nicht, wieso. Ich dachte Forever Games, so wird das nichts mit einem... Wow! Wow! Okay. Läuterfeuer gegen Typ Drache, Läuterfeuer gegen Typ Wasser. Okay. Okay. Alles klärchen. Da bin ich wieder in den Punktebereich angekommen. Da vielleicht doch ein bisschen zu weit runtergegangen. Aber mein Road to Legend. Road to Legend. Obwohl ich noch nicht mal Veteran war. Road to Legend. So wie Road to wunderschöne Avatare. Niantic, Lüge! Bitte fang nicht ab. Lüge, Niantic. Road to wunderschöne Avatare, da müssen wir uns ein anderes Spiel runterladen. Nicht das hier. Mit Avataren aus 2004. Da wären die vielleicht halbwegs schön. Wenn man die davor nicht gekannt hätte. Boah, wer auch immer die davor gemacht hat, ich... Also, man kennt den Namen, aber ich weiß ihn nun nicht auswendig. So, der muss sich ja wirklich... Mich würde interessieren, was sich der denkt. Es gibt ja so diesen Spruch, der würde sich im Grab umdrehen. Ich meine, er lebt noch. Von daher, das ist irgendwie ein doofer Satz, aber... Der muss sich ja wirklich in Grund und Boden schämen. Ah, wir sind nicht synchron, da kann ich nicht auf den Gleichstand gehen. Leider, das ist schade. Der muss sich ja wirklich komplett in Grund und Boden schämen. Und wenn er die Energie perfekt managt, glaube ich, kann er noch gewinnen. Und er managt sie aber nicht. Okay. Stellt euch vor, ihr macht sowas Schönes. Die waren ja echt vor fast 8 Jahren wurden die Avatare erstellt. Und so schön eigentlich. So simpel, so schön. Und dann kommt irgendein Team und löscht einfach alles. Spuckt auf den alten Avatar und denkt sich, hallo, ihr könnt euch nun ein Wiener Würstchen auf die Hand geben. 5 Stück sogar pro Hand. Die sind schön. Die sind richtig schön und ihr könnt durch eure Beine durchschauen. Alles sieht einfach nur kaputt aus. Ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel und dann macht Niantic auch noch so heftig deftig. Oh, der hat auch Best Buddy Boost aktiv. Versuchen wir den Gleichstand? Ich weiß es nicht. So, und dann macht Niantic auch noch so auf der Website. Rediscover Pokémon Go, entdeckt euch selbst neu. Aber bitte macht die Augen zu beim Entdecken, weil es ist einfach nur... Sorry, ich habe nur gerade meinen Avatar hier wieder gesehen. Auf meinem zweiten Bildschirm, auf meinem Video. Da ist mir direkt alles hochgekommen. Okay, was machen wir, was machen wir? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir schauen hier rein. Schade, dass man hier nicht runterfarmen kann. Das wäre auch schön. Mit irgendeinem der Pokémon, aber da habe ich ein bisschen zu wenig Sofortattackendruck. Leider, leider, leider. Okay. Bitte nicht Dialga, wollte ich sagen. Und dann kommt direkt Dialga. Gut. Gut, gut, gut. Ähnliches Team wie ich, nur leider ein Gewinnerteam. Weil... Dialga, vor allem dieses andere Dialga, gewinnt hammerhart gegen Mewtwo. Wenn ich Fokus... Oh, ich glaube, ich hole mir Fokusstoß. Aber das geht nicht, weil dann bekomme ich Spukball nicht wieder. Mit Fokusstoß hätte ich nun schon gewonnen. Da hätte ich direkt, glaube ich, gewonnen. Würde ich mal so sagen. Könnte ich mir hier ordentlich Energie holen. Dann Fokusstoß bei Mewtwo garantiert. Und Booyah. Abfahrt. Rein da. Das wär's. Aber sowas machen wir hier leider nicht. Wir holen uns mit einer Top-TM, nämlich die Attacke, und bekommen dann die alte nicht wieder. So. Boah, der hat schon besiegt. Okay. Ich habe keine Ahnung von der Energie, ob das war ein Gleichstand. Ideal.
aber leider werden mich nun die Feuerodem besiegen, garantiert. Bevor ich... Ich brauche ja zweimal Spukball. Ja, aber Fokusstoß und ich hätte gewonnen. Würde ich erreichen, schauen wir mal. 6 und 7. 8 und 9. Da wäre Fokusstoß, dann wäre der Kampf vorbei. Ich sag euch, man braucht Fokusstoß, weil so viele Leute mittlerweile mit Dialga spielen. Man braucht euch auch das alte Avatar-Update, aber man braucht so viele Dinge eigentlich. Viel mehr Dinge würde man benötigen. Aber hey, eigentlich, vielleicht denke ich irgendwann nicht mehr dran mit der Giratina-Maske. Vielleicht vergesse ich es mal. Aber dann sehe ich ja immer hier die Gegner. Dann sehe ich immer hier die Gegner. Oh, auch mit Brillen und Stirnbändern, Tüchern und so weiter. Da gibt es so viele Fehler, wie man das nur veröffentlichen konnte. Hat irgendjemand eine Antwort? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da auch nur irgendjemand eine Antwort hat. Das wollten wir nicht. Wirklich nicht. Wenn wir als wir sagten, neue Frisuren eventuell. Was macht denn mein Nachbar schon wieder? Was treiben die? Bin sowieso schon hier ein bisschen in Rage. Wegen des Updates, aber ja. Dann auch noch die Nachbarn, die wieder durchdrehen. Nein, nicht durchdrehen, aber... Wie schnell bin ich rübergegangen? Ich glaube, Kraftkoloss hat man ja dann sogar nach 4, oder? Machen wir noch 4. Ich hoffe, da riskiere ich... So, okay, war gar kein Gleichstand. Vielleicht hat er auch nicht auf Kraftkoloss drücken wollen. Wird er schilden wollen oder nicht? Nein, er wird mit Kyogre runterfarmen vermutlich. Und ich schaffe noch diesen Wüstenorkan. Geht in Ordnung, dann schwäche ich dich ab und bekomme nochmal Schaden drauf. So machen wir das. Also, Melmetall-Switch in einem Demeteros-Meter. Gefährlich. Sehr gefährlich, sage ich ehrlich. Welches Pokémon war das? Ich habe nur Fee gesehen. Könnte Zacian sein, Xerneas, Florges, okay. In Psychostoß-Reichweite und ich glaube mit gleichmäßigen Schilden. Außer ich schilde immer Nahkampf, sollte das schon klar gehen. Wenn ich wirklich immer Nahkampf schilde, dann wird das noch eng. Rieche ich einmal Nahkampf? Oder schilde ich ihn direkt? Komm, ich schilde direkt den Nahkampf, weil man den gegen Psycho einsetzen muss. Nein, war kein Nahkampf, sehr gut. Er dachte vielleicht, ich schilde nicht, genau. Weil da hat man schon ab und an mal einen Nahkampf erlebt. Kann man machen. Verteidigung sinkt dann, aber egal. Ich habe ja sowieso nur Psychoklinge als Sofortattacke. Und die ist nicht wirklich wild. Auf jeden Fall nicht so wild wie die neuen Gesichter. Oder Körper oder alles einfach in Summe. Komplett alles. Das, ja. Ach ja, der kleine Eisbär möchte von der Schule abgeholt werden. Nein, tut mir leid, aber ich meine, ihr seht es ja auch, oder? Ich lache auch über meinen Avatar. Ich meine, aktuell nicht, weil ich habe eine Maske auf, aber eigentlich würde ich auch über meinen Avatar lachen, wenn ich könnte. Wenn mir nicht zum Weinen zumute wäre, würde ich lachen, sage ich ehrlich. Okay, und das war ein deutscher Name, oder? Eisbär? Folglich, eventuell kennt er mich, dann ködere ich. Weil die Leute, die mich kennen, wissen ja, ich ködere eigentlich eher selten. Na und dann muss ich immer 500 IQ machen, genau. So nämlich. Und ich glaube, ich schilde hier. Ich glaube, hier schilden wir. Machen den hier direkt und hoffen dann nur, falls er nicht schildert, dass er nicht mit irgendwas Nervigem komplett runterfarmt. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Soll ich es erlauben oder soll ich es nicht erlauben? Bitte Dialga oder so, dann kannst du nicht viel farmen. Okay, sehr gut. Da bleibe ich auf jeden Fall drin. Na, lass mich runterfarmen. Komm mit Demeteros rein. Nun wünsche ich mir, dass du nicht abfängst. Okay, das passt. Groudon geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. Wie mache ich weiter? Abgrundsklinge wird garantiert nicht kommen. Ich würde gerne... Ah, ich weiß, was ich mache. Okay, nein, so war das nicht geplant. So war das nicht geplant, dann... Aber... Okay, das wird noch tricky. Bitte drück.
Nein, das wird nun noch sehr nervig, sage ich ehrlich. Wieso hat er nicht gedrückt? Er fängt ab und ich fange nicht ab. Das ist nicht nett. Okay. Das war aber wenig Schaden, oder? Das war gefühlt wenig Schaden. Vielleicht möchte er Farm für die Alga haben. Was ich schon verstehen kann. Aber dadurch erreiche ich noch eine Attacke, die mir eigentlich nicht weiterhilft. Weil da kein Schild kommt und ich brauche da noch zweimal Wüstenorkan. Das wird nun noch knapper, als es hätte sein müssen. Das war schlau, dass man hier nicht schildert. Das wird nun noch wirklich knapper. Oh, ich habe hier richtig viel Energie. Dann doch nicht mehr. Ich habe ja hier ultra viel Energie. Rein theoretisch, wenn ich nur noch eine Sofortattacke benötige, sollte ich nun schon gewonnen haben. Weil hier hole ich aus. Egal wie viel Energie er hat, ich gewinne den Gleichstand. Und wenn die neuen Avatare sagen, yo, du darfst hier drücken, wir blenden die Buttons ein, dann sollte ich gewonnen haben. Fein. Na gut. Schöne Avatare. Wundervolle Avatare. Die Qualität wird bei Niantic groß geschrieben, aber mit einem K. Qualität. Und mit nicht Umlaut A, sondern mit E. Qualität. So schreiben sie es. Qualität oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall nicht Qualität, so wie man es eigentlich schreiben würde, weil das hat nicht mehr viel mit Qualität zu tun. Leider. Sehr schade. Die Alga. Dann schauen wir hier in Demeteros rein. Und eigentlich, das ist so wild. In so eine harte Bestrafung dürfte man nicht rein. Doch genau mit einem Palk hier vorne. Ich meine, Kyogre ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Alles andere kann man machen. Sämtliche anderen Pokémon kann man eigentlich machen. Nur nicht Kyogre. Das ist natürlich sehr nervig. Aber da bereite ich dich ein bisschen vor. Und dann farme ich mit Palkia komplett runter. Und dann läuft das schon vielleicht irgendwie. Gut wäre nur, wenn sie ohne Blizzard spielen. Das wäre sehr gut. Bonner geht in Ordnung mit einer doppelten Abschwächung. Nur Blizzard macht schon so ein kleines bisschen Schaden leider, weil es eine echt starke Attacke ist. Bonner, ja. Am besten sind die mit Ursprungswoge. Die kann man noch schön auseinandernehmen. Ach nö. Mal schauen, mache ich einen Feuer-Odem oder nicht? Nun einen Surfer natürlich, vermutlich, aber mache ich noch Feuer-Odem? Oh ja, okay. So. Na und hier bräuchte ich dann nun Fokusstoß oder so. Die Alga ist leider wirklich ein Problem. Die Alga ist schon nervig. Jo. Natürlich korrekt geschildert. Und hier könnte ich mit Fokusstoß Dinge machen, definitiv. Aber wir haben keinen Fokusstoß mehr. Ich brauche dreimal Spukball. Dreimal Spukball! Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Komm mal, Fokusstoß aufgebaut und geködert. Ein Spukball reicht sowieso nicht. Dann hoffen wir. Yo, okay, und ich brauche noch zweimal Spukball. Und Fokusstoßenergie. Dann wäre die Alga weg, war sogar ein Gleichstand, aber einmal Spukball drauf bekommt man nicht mehr wieder, wenn man es wegmacht. Ich glaube, Schilden macht keinen Sinn, aber nicht Schilden macht auch wenig Sinn. Aber was hat da hinten drin, dass er sich hier so fürchtet vor Mewtwo noch? Das ist die Frage aller Fragen. Wer fürchtet sich so sehr vor Mewtwo? Könnt ihr mir das verraten? Noch ein Kyogre hinten drin, dann könnte ich vielleicht noch gewinnen. Ein anderes Pokémon fällt mir nicht ein. So. Okay, ein Mewtwo. Na gut, damit Spukball. Da hätte ich aber nicht rausgehen dürfen, aber da hätte er Psychostoß vor mir gehabt. Also, nehmt eine Maske. Die der Kapuno-Hut, die Kapuno-Maske. Geht auch wirklich klar. Da verdeckt man relativ viel. Dann noch eine Mundmaske, vielleicht noch diese Brille. Na und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen.